Wir sind hier in Berlin-Wedding. Momentan merken wir, dass der Wedding sich immer stärker verändert. Aufwertung und Verdrängung sind hier endgültig angekommen. Immer mehr Menschen sind in ihrer Wohnsituation bedroht. Bei manchen läuft es so ab, dass die Hausverwaltung und die Besitzerin durch Mieterhöhung und durch das Verkommenlassen der Wohnhäuser ein Klima schaffen, in dem die Bewohnerinnen von allein ausziehen. Oder sie klagen so lange, bis sie dich endlich raus haben. Ich wohne in einer WG und nachdem das Haus an einen Investor verkauft wurde, klagte ja eine Mietpartei nach der anderen raus, modernisierte die Wohnungen und erhöhte die Miete ums Doppelte. Inzwischen wurde auch unsere Wohnung 7-mal gekündigt und wir wurden vom Amtsgericht Wedding auf Räumung verurteilt. Auch hier im Wedding gibt es Wohnungsknappheit. Die Neubauten sind meist unbezahlbar. Also wenn du aus deiner Wohnung rausfliegst, musst du meist auch dein Kiez verlassen und somit auch dein soziales Umfeld. Es sind viele im Rentenalter betroffen. Wie sollen die bitte schön auf Wohnungssuche gehen, wenn sie schon an Krücken laufen oder Rollator? Also ich finde es sehr problematisch, dass die Mieten immer weiter steigen, auch in Höhen steigen, die sich viele Leute mit einem normalen Einkommen kaum leisten können. Und egal, ob sich die Leute das leisten können oder ob die Wohnung jetzt dringend mal was gemacht werden müssen. Die wurde einfach nur so erhöht, weil es heißt, wenn ihr nicht mehr da wohnen könnt, weil es euch einfach zu teuer ist, es gibt genug Leute, die da wohnen können und wo wir dann bei der Neuvermietung natürlich nochmal draufschlagen können. Das Problem betrifft alle. Auch die Menschen, die auf der Flucht sind und in den Wedding kommen. Anstatt ein menschenwürdiges Wohn- und Lebensverhältnis zu schaffen, werden sie in Lager gesteckt, obwohl es hier einen Haufen von Ferienwohnungen gibt. Hausbesitzerinnen, Wohnungsbaugesellschaften, Hausverwaltung und der Berliner Senat. Sie alle wollen uns mit allen Mitteln verdrängen. Und deshalb müssen wir um unsere Wohnung und um unseren Kiez kämpfen. Nach wie vor gibt es hier sogenannte kriminalitätsbelastete Orte, wo die Cops so agieren können, wie sie wollen. Es werden täglich Menschen kontrolliert und schikaniert, die in ihr Raster passen. Und meistens betrifft es nicht weiße, jugendliche Menschen. Ja, ich meine auch als Mutter zu erfahren, ja, mein Sohn wurde heute einfach mal aus Lust und Laune mal wieder kontrolliert, nur weil er Ausländer ist, weil er dunkel ist. Und das ist nicht schön. Ja klar, ich bin ja auch öfter kontrolliert, sogar genau da, wo ich nach Hause gehe, da, wo ich wohne, also vor meinem Wohnort. Ich werde für Polizisten einfach verdächtigt und werde auch angehalten und ja, und haben von mir meine Personalien aufgenommen und mich gefragt, was ich hier mache und so. Rassismus ist nicht nur eine Sache der Cops. Rassismus ist überall. Rechte Bürgermobs hetzen auf den Straßen und der Senat und die Politik spielen fleißig mit und übernehmen ihre Forderungen. Auf diese Weise werden geflüchtete Menschen immer wieder ein Ziel der Lagerindustrie und müssen den langen Weg durch die Maschinerie zum Bleiberecht ertragen. Oder sie werden gleich wieder in Kriegs- oder Krisengebiete abgeschoben. Wir können sowieso nichts ändern, die da oben, die Herren nicht auf uns. Ja, vielleicht wir müssen noch lauter und noch lauter schreien, bis sie richtig in ihre Ohren reingeht. Wir müssen unsere Kämpfe zusammenführen, denn wir wollen keine Welt, in der Nützlichkeit und Verwertbarkeit mehr zählt als die Menschenwürde. Denn die und der Wedding sind unantastbar. Kommt am 30.04. zur antikapitalistischen Demonstration Organize in den Wedding. Lasst uns gemeinsam gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung auf die Straße gehen. 16.30 Uhr, U-Bahnhof Osloer Straße. Keiner weiß es, für was oder gegen was sie sind. Ich weiß es nicht. Zu teure Mieten zum Beispiel. Wir zahlen keine Miete, wir haben eine Eigentumswohnung.